Im Grunde ist man selber schuld. Also ich bin der Meinung, das meiste, was kaputt gehen kann, macht man selber kaputt. Entweder weil man unachtsam ist oder weil man schlecht gebaut hat oder irgendwas in der Art. Schauen wir uns das doch in diesem Video mal an. Ich würde sagen, bis gleich. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück im Video, und zwar zum Video 102 mit mir, dem Aquapainter aka Auli. Und wir haben hier gerade die kleine Lok gesehen, die sich so rückwärts in ihren Tunnel vergraben hat. Und was es damit alles auf sich hat, diesen ganzen Stress, den ich damit hatte, das sehen wir natürlich nachher noch. Aber jetzt erstmal zu diesem Malheur, was wir hier gerade gesehen haben. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja die Gleise geputzt. Das war ja im 101 das Thema, in dem Video 101. Und während ich das so schön putze, stoße ich auf diese Übergangsstelle da hinten. Ich konnte es mir nicht erklären, wo es her ist. Mittlerweile weiß ich es. Und zwar ist das so, wenn ich die Platte, das Modul, was ich aufgeklappt habe, im Video 101 von der Seite, ich habe das da so verkantet, vielleicht erinnert man es. Ich werde es mal gucken, ob ich es einblenden kann. Wie gesagt, der Umbau, ich mache es hier nochmal auf. Von der Seite ein bisschen schwierig gerade. Das habe ich so verkantet hochgehoben. Da bin ich genau in diesem Gleis hängen geblieben. Und das Problem muss natürlich gerichtet werden. Ich habe es im Video natürlich nicht gezeigt. Hat nicht ganz reingepasst vom Thema her. Aber es ließ sich richten. Ihr seht es ja schon. Auch wirklich nur dank von diesen Flexgleishaltern, die wir da haben. Da hat man ja schön die Gleise in einem Abstand drin. Und da sieht das natürlich dann aus, dass man das dann wirklich schön gerade kriegen kann irgendwo. Aber das ist verdammt ärgerlich. Und da habe ich natürlich jetzt mir die Mühe gemacht, das habe ich aber jetzt erst die Tage gemacht, nachdem ich das Video fertig gemacht habe, dass ich die Mechanik konnte ich nicht verändern, aber die Art, wie ich das Modul nach vorne ziehen kann und hochklappen kann, diese Art habe ich verändert. Und da kommen wir vielleicht mal später noch mit drauf, das ist jetzt vielleicht mir gar nicht so wichtig, aber ich wollte es euch nur mal zeigen, dass auch das natürlich passieren kann, wenn man ja sowas macht. Und ich habe es hier wieder mit dem Wagen und wie auch immer, aber wir sehen es, und ich habe es ja auch hier hingeschrieben, das ganze Modul ist hier immer noch 0,5 mm. Das ist geschätzt, das ist jetzt nicht wirklich gemessen von mir. Das stimmt noch nicht ganz. Wenn wir uns nämlich die Gleise da rechts ansehen, da sieht man nämlich, dass es immer noch nicht stimmt. Und ja, da musste ich wirklich noch einige Male dran anfassen und das versuchen irgendwo in irgendeiner Form hinzukriegen. Und war verdammt ärgerlich. Und der rechte Übergang, ich habe es geschrieben, der wird auch noch gerichtet. Das habe ich jetzt hier nicht so ins Detail mit reingebracht, weil der war ja nicht wirklich so verbogen wie der andere. Wir haben es natürlich gesehen. Es ging relativ einfach irgendwo ja zu richten. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Weil ich meine, gut, ich hatte jetzt noch, da ist ja kein Schotter ringsrum, da ist ja noch gar nichts aufgebaut in der Form, aber noch kann man es richten. Das nächste Ärgerliche war dieses Signal. Ich wunderte mich, warum das linke Signal oder das zweite von links nicht grün oder rot angezeigt hat. Es ging einfach nicht mehr an. Da sehen wir es natürlich. Es gehen ja immer drei Farben hin, schwarz, rot und grün. Und das schwarze war kaputt. Deswegen gingen beide Signallichter nicht. Jetzt habe ich unter der Platte, unter dem Modul einen Fehler gesucht. Habe mir dann aber auch überlegt, denke, wieso Fehler unterhalb? Da war doch gar niemand dran. Wenn, dann bin ich immer oberhalb dran. Das heißt, ich habe diese Signalbrücke, die lege ich mal hin, dann stelle ich sie wieder auf, dann lege ich sie wieder hin, dann irgendwann ist jedes Drähtchen irgendwo kaputt. Und nur gerade diese kleinen, die sind ja nur diese Kupferdraht, ihr wisst, was ich meine. Ich hatte dieses Wort nie so richtig. Naja, egal. Der Kupferlackdraht, jetzt haben wir es. Ja, der ist da, was das angeht, ein bisschen nervig. Irgendwann bricht er, aber ich musste ja mindestens drei Drähte durch die kleine Messinghülse kriegen. Ich habe ja sogar sechs Drähte schon durchgekriegt, nämlich auf der anderen Seite. Aber die müssen ja mindestens da durchgehen. Also kann ich ja nur mit diesen Netzen arbeiten. Und oben in den Signalbrücken, da kann ich ja auch nicht mit dicken Drähten irgendwie arbeiten. Da kann ich ja nur mit den kleinen machen. Also musste ich jetzt hier bis hoch zum Signal alles entfernen. Das heißt, ich habe die Messinghülse entfernt. Ich habe die Drähte oben abgeschnitten. Ich habe die versucht, da oben alles schön irgendwo hinzukriegen. Das war nämlich gar nicht so einfach, wie ihr euch vorstellen könnt, weil man da oben ja gar keinen Platz hat. Und ich kann ja oben auch keine
Schrumpfschläuche überbringen. Das geht nicht. Ich kann da oben wirklich nur, jetzt seht ihr es schon wieder, es funktioniert. Aber wie gesagt, das war so eine Sache, da ist man irgendwo selber schuld. Ja, man legt das hin, stellt es auf, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwann ist das hinüber. So isolieren, jetzt kommt ein schönes Deutsch, tue ich das mit schwarzer Farbe? Tue ich das, ja. Mache ich das mit schwarzer Farbe? Und das hat sich im Grunde genommen bewährt. Schwarze Lackfarbe obendrauf, das passt irgendwo. Da sehen wir noch die feinen Drähtchen da oben ein bisschen rumhängen. Die stopfe ich jetzt so mit dem Schraubendreher nachher noch so ein bisschen rein. Man sieht sie also zum Schluss gar nicht mehr. Jetzt werde ich lediglich noch die Messinghülse verkleben. Das ist wirklich ein bisschen fummelig. Wenn man da das Schöne oder das Problem ist, wenn man da, guckt mal, ein Tropfen Sekundenkleber drauf macht, das ist ein Riesenballon, der da irgendwo, der verteilt sich natürlich, aber der verteilt sich entsprechend auch so, dass er sonst wohin läuft. Und das glänzt ja so ein bisschen. Deswegen kommt jetzt hier auch logischerweise auf das messingfarbene Röhrchen natürlich auch schwarze Farbe drauf. Da mache ich später wieder mit ein paar Rostpigmente mit, wie man das so kennt. Aber ich werde das jetzt nicht alles zeigen. Das habe ich schon 100 Mal gemacht. Beziehungsweise wenn ich mal wieder sowas baue, dann zeige ich das natürlich auch, wie es geht oder wie es gemacht wird, weil ich ja viele Neuzugänge bei mir als Abonnenten habe, die das noch nicht kennen. Aber ja, ach komm, ich quatsche schon wieder viel zu viel. Dieser Tunneleingang, das war ja mein erster Steintunnel, den ich gebaut habe. Der hat mich zum Wahnsinn getrieben, genauso wie andere Stellen auch. Zum einen sehen wir jetzt hier gerade, dass die Lok da gar nicht so richtig laufen will. Das liegt natürlich daran, dass ich vorher in den Tunnel was geschliffen habe. Das habe ich natürlich, guckt es euch mal an. Ich fahre mit meiner V200 und fahre mit anderen Loks da als Test immer durch, nehme normalerweise auch diese und plötzlich blieb die da drinnen hängen. Die blieb an der Steinwand drin hängen, immer an der gleichen Stelle. Und jetzt musste ich versuchen, diese Natursteine mit langen, spitzen Fingern mit diesem Schleifer da hinten irgendwo abzuschleifen. Das damit ich es hinkriege. Aber es hat schon mal funktioniert. Ich bin da schon zigmal durchgefahren mit der gleichen Lok, ja. Und musste jetzt entsprechend nachschleifen. Da fragt man sich ernsthaft, was ist da los? Sicherlich, ich baue das alles sehr, sehr eng. Ihr kennt meine Anlage oder auch nicht. Da ist ja alles sehr eng. Ja, ich habe ja wirklich versucht, auf engstem Raum da was unterzubringen, ohne dass es wie nach einer Gleismüste aussieht. Aber da muss ich eben auch versuchen, alles ein bisschen feiner und kleiner irgendwo hinzukriegen. Und deswegen musste ich alles so ein bisschen, naja, dass es gerade so passt. Es passte ja auch. Ich bin zigmal durchgefahren. Dann fragt man mich, warum man das nicht mehr plötzlich kann. Warum sind die Gleise plötzlich einen halben Millimeter verschoben? Ja, das sind alle so kleine Sachen. Natürlich habe ich es wieder hinbekommen. Aber es ist ja furchtbar. Es kann ja nicht alle sich selbstständig machen. Der Kontaktproblem oder die Kontaktprobleme, die wir eben gesehen haben bei der Lok, das ist natürlich jetzt vom Schleifen. Ich versuche natürlich jetzt hier mit dem Staubsaugerchen da irgendwas noch hinzukriegen, was gar nicht so einfach ist, da alles Mögliche rauszuschleifen. Und natürlich hat man dann auch immer noch irgendwelche Staubreste, wo ich erstens mit dem Staubsauger nicht reingekommen bin. Ich habe ja fast das Signal abgerissen, wie man da hinten sehen kann. Ich habe jetzt eine andere Beleuchtung nochmal angemacht. Und das Signal ist schief, ist kein Problem. Es war bis jetzt nur fixiert, es war noch nicht fertig. Ist klar, weil diesen Bereich wollte ich ja sowieso dann irgendwann mal anfangen mit bauen. Und jetzt sehen wir die Lok, wie sie halbwegs da durchrollt und schon bleibt sie wieder stehen. Das ist nicht unbedingt das Gleis, weil das Gleis habe ich danach gesäubert. Das habe ich dann mit meinem Reinigungsgummi gemacht. Das habe ich dann auch mit ein bisschen Öl abgerieben noch. Sollte eigentlich nicht daran liegen. Aber die Lok fährt trotzdem kaum noch. Ja, jetzt, einen Tag vorher bin ich noch gefahren damit. Das ist das, was mich so ein bisschen alles wundert bei der ganzen Geschichte. Jetzt schiebe ich hier mit so einem kleinen Gleisstückchen da hinten die Lok an, weil ich komme da so schlecht hin. Ich müsste jetzt nämlich von oben die Fabrik da, dieses Modul da aufmachen. Links habe ich ja die alte Wartungsstelle aufgemacht, dass ich da ran kann. Und die Lok, die hat also tatsächlich irgendwelche Probleme von heute auf morgen. Und ja, das hat mich ein bisschen geärgert. Man sieht es ja, wie die Lampen da vorne flackern. Und ja, es ist nicht einfach. Also die ärgert mich sowieso öfters mal. Und ich habe auch drinnen schon mal die ganzen Schleifkontakte da nochmal nachgebogen. Alle ein bisschen, natürlich ganz fein mit einer Pinzette, aber so richtig wollte sie irgendwie nicht so richtig ran. Und da musste ich immer wieder wackeln. Andere Loks fahren durch diesen Tunneleingang, der übrigens jetzt hervorragend funktioniert. Ja, also habe ich mir überlegt, machst du einfach mal die Räder der Lok sauber. Ich habe ja das große Glück, oder wie man auch es nennen will, ich habe ja meine stromführenden Magnetkupplung und habe hier unten ja dieses
das Tool, wo ich die Räder reinigen kann, drauf. Und das funktioniert also sehr, sehr gut. Das kann man also durchaus nutzen. Normal wird das ja direkt am Stromgleis angeschlossen und brauche ich nicht, weil ich eben diese Loks dann entsprechend mit dem Strom direkt über die Kupplung versorgen kann. Und da kann ich super arbeiten. Da kann ich sie eben auf den Rücken legen, da kann ich da was sauber machen, da kann ich dort was sauber machen. Das funktioniert eigentlich recht gut. Und ja, entsprechend kann man dann da die Räder reinigen. Und es hat sich tatsächlich bewahrheitet, dass das an diesen Rädern irgendwo lag, ja, und wenn wir das so sehen, wie sauber die eigentlich laufen, wie gleichmäßig das alles läuft, ich kann die auch sehr, sehr langsam laufen lassen. Hier, guckt mal, das stört die Lok überhaupt nicht. Das heißt, die reine Mechanik, die scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Aber eben die Stromaufnahme, die ärgert mich da irgendwo. Und ich denke mal, nachdem ich meine, wir sehen ja auch den Dreck da unten jetzt auf den Reinigungsfilzen. Also da ist schon was abgegangen. Und ja, aber ich denke auch, dass die ganzen Schleifkontakte weiter oben irgendwo, also ich, wie gesagt, meines Erachtens schleifen sie alle 10 Stück. Und jetzt habe ich sie mal ein bisschen schneller laufen lassen, einfach, dass ich mal vielleicht ein bisschen einschleift, dass da auch Staub schon mit zwischen ist. Ich habe da auch mit Alkohol schon probiert und so weiter und so fort. Und hier sehen wir es nochmal, ich setze sie ja nochmal auf dieses Reinigungsfilzchen hier auf. Und ja, ich bin von der Wirkung dieses Gerätes nicht wirklich hundertprozentig überzeugt, muss ich dazu sagen. Ich habe das jetzt da, es funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man auf das Gleis ein ja, Tüchlein legt, ein bisschen Alkohol, kommt man da auf einen größeren Wirkungsgrad irgendwo. Natürlich den Strom dann direkt über die Kupplung rangezogen, nicht über die Gleise. Eigentlich ein Stückchen Gleis auf den Tisch gelegt und dann da was drauf gemacht. So werde ich es wahrscheinlich demnächst mal machen. Das macht sich dann doch ein bisschen besser. Und ich meine, gut, er hat Dreck abbekommen. Aber wir sehen es eben, dass viele, viele Dinge auf einer Anlage immer wieder passieren können, wo man sich ernsthaft fragt, was ist denn das überhaupt? Warum geht das von heute auf morgen nicht mehr? Und das ist natürlich wirklich sehr nervig. Also da muss ich ehrlich sagen, das wird vielleicht bei dem einen oder anderen von euch auch so gehen. Und es ist wirklich nervig. Hier sehen wir, noch nicht perfekt, genau, aber es wird langsam. Jetzt läuft es ja erstmal wieder. Jetzt kann man erstmal die Lok wieder vernünftig fahren lassen. Also ich sag mal so, die Räder waren tatsächlich verdreckt. Entweder hat sie tatsächlich den Staub mit aufgenommen beim Testlauf und das damit in die Kontakte reingezogen oder wie auch immer. Hier vorne sehen wir jetzt noch ein silberfarbenes Signal. Das musste ich auch austauschen. Dieses Signal hat tatsächlich auch ein Drähtchen unten verloren. Es ging plötzlich nicht mehr. Genau der gleiche Spaß. In dem Fall musste ich aber das gesamte Signal austauschen. Mir hat es hier nicht geholfen, da irgendwelche Drähte nachzulöten, obwohl das bei den Signalen ein bisschen schwer ist. Also auch hier tatsächlich wieder mal ein Fehler, der sich eingeschlichen hat. Durch, naja, durch und hier. Hier, na, wartet mal, kommen wir gleich zu. Hier unten sehen wir übrigens die Kontakte, wie wenig das, und wenn man die hin und her schaukelt, das wollte ich vorhin noch mal zeigen, da hinten seht ihr, da habe ich die Drähte ein bisschen länger gelassen, die werde ich sogar länger lassen, die werde ich so ein bisschen an diesen Halter unten so rankleben dann, oder zumindest ranformen, und wenn ich dann später mal Schotter drauf mache, dann ist das auch alles schön unsichtbar. Ich will die also nicht zu kurz machen, dass ich nicht immer das gleiche Problem habe. Und jetzt habe ich mir eine Lösung ausgedacht. Wer aufgepasst hat vor eben ein paar Sekunden, hat es schon gesehen. Aber ich zeige es euch trotzdem. Ich habe hier so einen alten, ja, so eine Erdhaken vom Zelten, ne? Womit man so die Seile so reinpieken kann. Habe ich hier auf meinem Schreibtisch in so einem kleinen Becherchen gefunden und dachte ich mir, daraus lässt sich ja was machen. Ein paar kleine Leisten genommen, ein Loch reingebohrt, was ja sehr, sehr schön sich macht übrigens, ne? Wenn man so senkrecht, oder nicht senkrecht, aber so an der kleinen Seite reinbohren muss. Und ich wollte den dann nämlich reinstecken. Also muss ich ja ja noch ein bisschen weiter bohren. Und so Pi mal Daumen da gerade reinzukommen, ist ja nicht so einfach. Weil man kann sich ja bestimmt vorstellen, aber ich habe es geschafft. Es sollte reingehen, aber es soll noch beweglich sein. Es soll straff sein, aber es soll beweglich sein. Und ich denke mal, das macht sich eigentlich so recht gut. Das heißt, ich habe jetzt dieses Holz da angebracht und das kommt hier später, wir werden es gleich sehen. Ich will jetzt hier Maß nehmen oder, ach nee, halt, ich bohre Löcher in meine Bahn rein. Hier an der Stelle vorne ist es nämlich relativ tief, da habe ich nämlich zwei Bretter so mit 1,52 cm rum übereinander, also ich kann richtig reinbohren und ohne dass ich unten die Elektrik zerstöre.
Und das baue ich im Grunde genommen, jetzt mache ich es noch ein bisschen größer. Das ist ein abgebrochener Bohrer, hervorragend, ist mir vorher nämlich passiert. Aber er bohrt immer noch, das, also zumindest macht er die Löcher groß genug, dass ich nämlich diese Stäbchen jetzt da reinstecken kann. Und dabei habe ich natürlich auch dann diese kleinen Füße da unten abgerissen, auch das. Das sind normalerweise Sachen, deswegen habe ich es mal gesagt, dieses Video heute zeige ich euch mal Sachen, die ich normalerweise nicht zeige. Das passiert halt, man macht das und ja, ich bin da jetzt nicht so stolz drauf, dass ich da irgendwas kaputt mache oder wie auch immer. Ich habe aber auch kein Problem, das zu zeigen, wie man sieht. Und verschraube jetzt hier übrigens noch diese Bügel von der Seite mit so einem kleinen Schrauben da oben, das ist ein M2, damit das alles ein bisschen stabiler wird. Und ich muss sagen, das, was ich hier baue, hat sich bestimmt dreimal schon bewährt. Ich hatte neulich, da kommen wir aber in einem späteren Video dazu, mit meiner Nachtbeleuchtung zu tun gehabt. Und da musste ich mich unter meine Anlage angeln, mit dem Rücken zur Anlage rüberbeugen. Und dann musste ich ganz oben am Dach zu den Lichtern drunter. Und da habe ich gedacht, was sticht dich denn da in den Rücken hinten rein? Ja, dieser Bügel. Also wäre der Bügel nicht da gewesen, hätte ich das Signal zerrissen oder kaputt gemacht, abgerissen, abgebrochen und es wäre wieder kaputt gewesen. Somit hat sich eigentlich die Arbeit, die ich hier gemacht habe, gelohnt. Das sind also kleine Bügelchen, die ich hier baue. Man hat es ja eben schon gesehen oder ich habe es auch schon gesagt, die ich dann praktisch über die Signalbrücken drüber stecke, damit das Ganze sicher ist. Und ich habe es erst an Seiten geklebt, wo wir jetzt die Schraube drin haben. War recht okay, aber es hat sich nicht wirklich als stabil erwiesen. Deswegen habe ich noch die Schraube reingemacht. Jetzt ist das bombenfest. Man muss sich jetzt vorstellen, dass die vordere Kante, wo diese mit dem Bogen so dran sind, ne, das kann man noch bewegen. Das war mir wichtig, dass ich, wenn ich das reinstecke in die Löcher über den Signalen, dass ich das immer noch, ja, so leicht formen kann. Ich weiß nicht, ob man mich da versteht. Wenn das jetzt wirklich steif wäre, das wäre gar nicht so gut. Also ein bisschen Bewegung soll rein, aber es soll auch wirklich sehr, sehr fest irgendwo werden. So, jetzt richte ich das Ganze wieder auf und wir sehen es ja schon, die Löcher sind drin, die Kabel hängen da hinten rum, aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die werden ja weggemacht. Und im späteren, jetzt noch nicht, mache ich die Signale, oder die Signalbrücken werden dann verklebt, aber das will ich halt jetzt noch nicht machen. Weil ich muss da bestimmt öfters noch mal ran. Und wenn ich alles verklebe, ist das schlecht. Und solange ich hier vorne nicht die Gestaltung irgendwo mache, ihr seht es jetzt, das Ding ist beweglich in sich. Ja, und ich kann das wirklich ganz toll formen. Und gut, ich muss jetzt, steck das erste Mal drauf. Die Farbe geht dabei weg und es macht sich ein bisschen schwerer. Und das Ding ist jetzt wirklich stabil. Gerade hier vorne die Kante und da hatte ich mich rückwärts dran gelehnt, so mit dem Rücken. Und wo das so gepiekt hat, ne? Und jetzt bleiben meine Signalbrücken geschützt. Das mache ich für die Signale nicht. Das mache ich jetzt wirklich nur für die Signalbrücken, weil da schneller was abreißen kann und ich will die nicht immer umlegen. Ich habe die ja umgelegt, damit ich damit ich sie nicht umreiße. Aber dieses ewige Umgelege, wir haben es gesehen, der Draht bricht weg und das war's dann. Das wirkt alles noch ein bisschen windschief, das ist nachher alles ein bisschen besser. Wenn man das richtig hier sieht, meinst du, ist es ein bisschen genauer oben drüber. Und diese Signalfarbe habe ich im Grunde gewählt, damit man sie auch sieht. Ja, damit man auch weiß, Beachtung, da ist noch was, gerade später, wenn man fahren will. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Passt schon irgendwo. Ja, das war's für die Woche mit Pleiten, Pech und Pannen, wie es mal irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer war das von euch, in den Kommentaren geschrieben hat. Es waren nur ein paar kleine Beispiele. Ich kann euch versichern, es ist wesentlich mehr normalerweise. Aber ich habe euch nur ein paar Sachen von den letzten Malen gezeigt. Und aber die Sachen sehen wir uns nächste Woche wieder. Es wird interessant und ich freue mich auf mich und ich freue mich auf euch. Bis dahin, tschüssi.